Hallöchen, herzlich willkommen, alter Verwalter. Was war das gestern? Komm, ich lass mal einen Blumen trainieren. Was war denn das gestern, bitteschön, für eine Partie? Pulisic steht auf einmal ran. Jo. Was war das? Gümüş. Kommt auch wieder hier rein. Was war das gestern für eine Partie gegen den BVB? Alter, 2:1 gewinnen wir auf Weltklasse. Ah, wer hätte das davor gedacht, ey? Wer hätte das davor gedacht? Wirklich, wo? So, und Klostermann. Oh, da kann man nochmal gut trainieren. Wer hätte das echt vor der Saison gedacht, dass es so weit kommt, dass wir unser erstes Saisonspiel. Oh, Klostermann jetzt auf 71. Dass wir jetzt mit dem ersten FC Nürnberg auf Weltklasse gegen BVB gewinnen mit 1:0. Alter, was war denn das für eine Partie? Alter Schwede. Oh, Sperre abgelaufen. Das freut mich so. Transferangebot für Dani Blum. Ja, den lehnen wir ab, wie gesagt. Weil mit denen, ach klar, Bochum will den. Alles klar. Aktuell aus Deutschland können wir momentan Sperre abgelaufen von Patrick Eras, hat er gemeint. Dann schauen wir doch nochmal rein. Dann werden wir den Eras führen. Ja, für den Müsmer hauen wir ihn wieder rein. Sehr schön. Jo, und Dani Blum ist im Ding. Das passt. So, dann können wir doch, denke ich mal, sofort weitermachen. Ich habe auch gerade schon gesehen, gehe SC Freiburg, glaube ich. Wenn ich mich nicht alles irre. So ist es. Sehr geil. Jo, spielen wir gegen Freiburg. Ich freue mich wie ein Schnitzel, hat er gemeint. So, da bin ich gespannt. Aktuell aus Portugal, ja. Oh, Nationaltrainer-Offerte, das ist schön. Aktuell aus Belgien können wir auch wegtun. So, ich bin gespannt, ob wir diese doch gute Defensivleistung gegen den SC Freiburg, gegen den Aufsteiger fortführen können. Wie gesagt, ihr könnt es ja lesen, auf Weltklasse spielen wir diese Saison. Und ja, muss ich glaube ich nicht mehr erwähnen. Och, da zitterst du mir voll, ne? Da zitterst du mir voll, Alter. Der ist nicht mal so schlecht, diese Gümüş, ne? Boing, 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 boing. So, Tsubasa, scheiße. Tsubasa Ozora, Tsubasa Ozora. Ja! Alter, wie ist denn der Gümüş drauf, ey? Boah, klasse, klasse, Alter. Jetzt kommt mein Lieblingsding. Schade. Komm, wir gehen da unten hin, weil wir es können. Nein. Franconia vergeigt wieder alles gerade. Sehr schön. Sehr schön, Franconia. Ja, fast. Dass ich das echt nie geschissen kriege, ne? Dass ich das echt nie geschissen kriege, ne? Schade. Okay, was soll's. Na, aber ich bin trotzdem erster von allen, wo in meiner Freundesliste sind. So, heute Heimspielzeit. Im rotzigen Odromo. Ich trinke nochmal einen Schluck. Erst FC Nürnberg. Gegen den Aufsteiger, den SC Freiburg. Der deutsche Meister. Das wird, denke ich mal, richtig schwer werden. Das wird eine richtige Herausforderung. Sinan Gümüş. Warte mal. Sinan Gümüş ist ja rechts. Der ist ja rechts. Ja, da müssten wir das eigentlich so passen, ne?
So, Heimo Wasserschneider. Der Leiter der Partie Nürnberg von links nach rechts in den roten Trikots. Ja, und das siehst du schon, wo es hier lang geht heute. Komm, mach jetzt den Anwurf. Schlafkopf. Ja! Ui, die machen mit Hackentrick. Früher hieß es ja Mitte der 90er die Breisgau-Brasilianer, ne? Weil die doch gut gespielt haben. Guter Fußball, Vorsicht! Und die erste Chance für den SC Freiburg. Ja, ich hoffe, dass es keine Eintagsfliege war, dieses unglaubliche 2:1 gegen BVB. Vorsicht! Boah, Donnarumma! Klasse, Kalben! Erste Riesenchance jetzt nach 8 Minuten für den SCF. Ja, die werden kurze Variante vermutlich machen. So. Schön, Etzeler vielleicht die Konterchance über Guido Burgstaller. Komm, Junge. Yes. Nein, wo passt er hin? Wo passt er hin? Da war er doch dann ganz frei. Da war er doch ganz frei. Sehr schön. Ui. Schöne Kombination. Fülle. Kommt auch nicht hin. Scheißdreck. So, Griffo. Griffo? Na, Griffo, kannst dich da doch ein wenig... Ah ja, Freistoß, ganz klar. Ganz klarer Freistoß. Hey, muck die nicht so auf, Kumpel. So, keine gelbe Karte zum Glück. Und Freistoß, SC Freiburg, die kommt gut, die Kopfball! Donnarumma hatten. So, Eckball, Vorsicht, Obacht, Kopfball, gut. Schön, Donnarumma klärt. Jo! Nein! Ah, da muss ich noch lernen, da muss ich noch einiges lernen. Aber Freiburg, ihr seht's. Die legen richtig los wie die Feuerwehr, Freunde. So, kommt Jungs. Jo! Alici. Flanke ist gut, Kopfball, wieder nix. Okay. Vorsicht, Vorsicht, jetzt Konterschuss, das SC Freiburg. Konterschuss des SC Freiburg über Höpfler. Höpfler, entschuldige. Gut, yes! Was? Die haben Einwurf. Schade. Ah, gute Zwischen. Vorsicht. Vorsicht, schön. Oh, nein, 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 nein. Gut dazwischen. Ich glaube, so Flachpassspiel. Hey, Eckball. Eckball. Jetzt hat er vielleicht die Chance. Ja, unsere Freistöße oder unsere Standards, die müssten wir halt dann mal gut machen können. Ne? Ja! Oi, 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 jetzt hat er der Konter. Schön. Nein, schade. Schade, Konter SC Freiburg. Konter SC Freiburg.
Was denn? Hat die pfeifen jeden Scheiß. Arbeit, ne? So, Obacht, Freiburg mit der Hereingabe in den Strafraum an den Elfmeterpunkt. Donnarumma hat ihn wieder. Weltklasse, Donnarumma. Und mir fällt auf, Kopfball sind wir doch recht schwach. Also da würde noch mehr gehen, ne? Nochmal, komm. Vorsicht, drüber. Eckball gibt's nochmal, Junge. Klostermann. Gerade noch dazwischen. Wie viel denken ist das jetzt? Doch jetzt auch schon mindestens die dritte oder vierte. Donnarumma, gut. Hier sieht man auch Pässe in Nürnberg. Nur 60% aller Pässe kommen an. Bei solchen Zahlen darfst du froh sein, dass du noch nicht zurück bist. Ja, und da sieht man, warum sie früher Breisgau-Brasilianer genannt wurden. Freiburg macht das Spiel, ganz klar. Zitterpartie in Nürnberg. Und wieder Ecke geklärt. Nächster Eckball. Nächster Eckball für den SC Freiburg. Alter, dass ich da nie näher hin kann, ne? Erstmal die Kugel wegdrängen, wegknallen, denkt sich der Gemisch. Freunde, hallo. Donnarumma, der beste Nürnberger. Jetzt machen sie wieder kurz, ne? Hier sieht man die Paraden, Wahnsinn. Und nochmal Eckball. Eckball-Festival, hier sieht man 6:0, nee, das sind Schüsse. Das sind Schüsse, Franconia. Vorsicht, Donnarumma. Komm, was, wir hauen die Kugel mal ganz gepflegt raus. Ja, da musst du aber aufpassen, dass jetzt die Kugel nicht schneller wieder zurückkommt, als uns lieb ist. Freiburg macht es gerade wirklich sehr, sehr gut. Schön, Etzler, 4 Minuten Nachspielzeit. Warum so viel? Schön, kein Abseits. Ja! Oh, nochmal Eckball Nürnberg. Auf geht's, das wär's jetzt. Gümüş, Kopfball! Wieder nix. Und nochmal Einwurf Nürnberg. Nee, doch nicht. Und als Halbzeit in Nürnberg. 0:0 zwischen Nürnberg und den SC Freiburg. Ach ja, die weiteren Partien. Gladbach, Hertha 1:0, Bayern führt gegen Hannover und Dortmund 1:1 gegen Frankfurt. Ja, die sind jetzt doch ein wenig unter Zugzwang. Nach der Auftaktniederlage gegen uns. Oben. Na, schade. Ja. Ja, schade. Wer war das? Ricotta. Obacht jetzt. Na, Nürnberg, Vorsicht. Obacht, Griffo. Vorsicht, boah. Sehr schön. Oben, jo. Ja! Nein, schade. Und weiter geht die Luzi. Kübler, jetzt ist doch hier mal ein ordentlicher Schlagabtausch. Oh, Obacht. Ja! Sehr schön, jetzt hat er die Konterchance des 1. FC Nürnberg. Über Niklas Füllkrug. K.
Kein Abseits. Kein Abseits. Boah, erste Chance für Nürnberg in dieser gesamten Spielzeit nach 57 Minuten. So, was macht denn der Olsen? Die Olsen-Bande, Alter. Nochmal Nürnberg, Kopfball. Und Gimisch war das. So, Olsen, schaffst du es nochmal? Schaffst du es nochmal? Vorsicht jetzt, Nürnberg. Petersen. Schön dazwischen. Jo, klasse. Transfer bestätigt, weißt du es? Ja! Uiuiui, Obacht, Obacht jetzt. Obacht, Freiburg kommt. Ah, braucht aber wegen. Lässt sich Zeit. Mitrovic. Günther. Griffo. Oh, gut gespielt jetzt. Petersen wieder. Die musste haben, Donnarumma. Den hat er. So, weiter geht's mit Branimir Rogota. Rogota. Oh, das nächste gegen RB Leipzig. Schade, schade, komme ich nicht mehr hin. Komme ich leider nicht mehr hin, hat er gemeint. 0:0 weiter. So, Zulechner kommt für Nils Petersen. War doch sehr unglücklich heute. Wurde gut abgestellt. Von Alici, Obacht, Obacht, Freiburg kommt. Ah, Nürnberg macht es hervorragend gerade. Nürnberg macht es echt gut. Wir dürfen sie nur nicht in die Passkontrolle kommen. Vorsicht, Tor! Scheiße! Durch einen Abwehrfehler 1:0. Freiburg, Philipp. Ach, schade. Nein, wo passt der hin? Okay, Freunde. Was? Dann ist RB Leipzig quasi aufgestiegen, oder was? Sieht auf jeden Fall so aus nochmal. Ui. Alles klar, jo, abseits. Gut, durchatmen in Nürnberg. Wohin? Freunde, bietet halt euch an, ey. Ja! Ja! Latte! Ihre Burgstalle. Guter Schuss. Knallt das Ding ans Gebälk. Ah, jetzt kommt Hegenstedt für Küble. Ich glaube, das ist ein Außenspieler, ne? Philipp. Mike Franz. Mike Franz! Uiuiui, was macht denn der? Was macht denn der? Freiburg führt 2:0. Schau mal her, wo schießt der hin? Dann könnt ihr so kombinieren, ey. Leck mich fett. Leck mich fett, ist es bitte. Schade, 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 schade. Freiburg macht es sehr gut. Und die kontern. Jetzt nur noch nicht eins reinkriegen.
Jetzt nur kannst du reinkriegen mehr. Obacht. Obacht. Donnarumma, der beste Mann. Die beste Kuh im Stall beim 1. FC Nürnberg heute. Boah. Boah, wieso kriegt der Club die Kugel nicht raus? So, oben jetzt, komm. Jetzt ist Platz da, jetzt ist Platz da, Wing. Ach, aber dann wieder zu. Ja, es ist einfach zu Mäusemelken heute. Es ist heute zu Mäusemelken. Schön. So, jetzt ist es auch aus. Wollte ich gerade sagen, jetzt müsste er doch gleich abpfeifen. Und er verliert. Ah, mit 2 zu 0. Nürnberg verliert mit 2 zu 0. Leck mich fett. Gegen den SC Freiburg. Und man muss auch sagen, hochverdient. Wir können es uns jetzt hier nochmal angucken. Die Spielstatistik. Ja, schau mal hier, 14 Schüsse. Davon 8 aufs Tor, Alter. Jetzt mich verarschen. In diesem Sinne. Warte mal, ich möchte euch nochmal die Bewertung zeigen. Müsste Donnarumma sein, oder? Jawohl. 8,7, Alter. Ach Gott, oh Gott. Naja, was soll's. Danke fürs Zuschauen und morgen dann hoffentlich wieder auf den nächsten Sieg mit dem Club. Macht's gut. Servus.